Hi zusammen, wir haben hier heute für euch das MSI Slidebook S20. Das ist ein Convertible Ultrabook, das halt eben letztendlich sowohl Touchscreen als auch Tastatur hat. Und das wollen wir jetzt einfach mal kurz vorstellen. Dazu erstmal kurz, was so noch im Paket dabei war. Da ist zum einen einmal hier so ein kleines Paket mit diversen Unterlagen, mit einer CD noch mit dabei. Also hier sind auch Driver, Utilities, Manual, also sprich Treiber und alles kommen auf CD mit bei. Garantiekarte und so weiter ist ja alles direkt mit drin. Und natürlich noch das Netzteil, das muss da auch immer dabei sein. Wir haben hier noch ein recht kleines, das hat, muss ich auch gerade mal gucken, da steht jetzt leider nicht drauf, wie viel Watt genau es hat. Also 19 Volt, 2,1 Ampere, also es dürfte irgendwas um die 40 Watt haben. Und ja, das war es eigentlich auch schon, viel mehr liegt da nicht dabei. Und ja, kommen wir mal zum Notebook an sich. Oder zum Ultrabook besser gesagt. Und zwar fangen wir mal auf der linken Seite an. Wir haben hier einmal einen LAN-Port, sprich ganz normal für die Netzwerkverbindung. Wir haben hier eine Abdeckung, wo wir leider nicht genau wissen, was genau die bezweckt, weil die Kamera kriegt man noch gar nicht geöffnet. Auf der Vorderseite haben wir soweit erstmal nichts. Also wir haben hier nur oben einmal den MSI-Schriftzug mit der Windows-Taste natürlich, dass man eben auch jederzeit wieder auf den Homescreen kommt. Auf der rechten Seite einmal der Power-Button, wir haben einen Mini-USB, einmal USB 3.0, hier noch einen zweiten USB 3.0, Klinkenanschluss für Kopfhörer bzw. Headset, das ist halt hier so ein Kombo-Anschluss und zuletzt hier noch den Netzteilanschluss. So, auf der Rückseite, das ist ja ein bisschen seltsam im ersten Moment, wenn man sich das anguckt, haben wir hier einmal den Knopf für den Rotation-Lock, also sprich, dass das Display sich nicht mehr automatisch dreht und hier noch Lauter-Leiser-Taste. Und einmal noch den SD-Karten-Slot, also sprich SD-Karte könnt ihr auch problemlos einlegen. Ja, auf der Unterseite ist soweit eigentlich nichts weiter. Wir haben hier nur noch die Lautsprecher drin und das war's an sich. Ja, das Wichtigste natürlich hier auf der Vorderseite einmal das Display. Wir haben hier ein 11,6 Zoll Full-HD-Display, also auch eine ordentliche Auflösung für so ein kleines Gerät. Wir haben dazu einen Core i5-Prozessor, wie man hier auch an des Aufklebers sieht. 4 GB Arbeitsspeicher, nur 128 GB SSD, also ist schon recht ordentlich ausgestattet. Und der Clou, warum es halt eben ein Slide Ultrabook ist, man kann es hier einfach nach oben aufschieben und dann wie ein Notebook einfach ganz normal so aufklappen, sage ich jetzt mal. Ja, also sprich, ihr könnt dann hier das Ganze ganz normal auch als Notebook benutzen, könnt ganz normal damit schreiben oder eben ganz normal im Tablet-Betrieb. Schauen wir gerade, das haben wir es natürlich nicht angehabt vorher. So, dürfte aber recht schnell hochgefahren sein, ist da schließlich ein Ultrabook und gerade durch die SSD geht es natürlich sehr fix. Und ja, wie man sieht, da sind wir auch schon. Ja, an sich, wir haben eben bis auf diesen Mechanismus hier jetzt keine so riesigen Besonderheiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben hier, wie gesagt, eine komplette Tastatur drin, auch im Chiclet-Style, also sprich, alle Tasten sind komplett einzeln, also stehen einzeln. Wir haben, wie ich finde, haben auch einen recht guten Anschlag, wie ich finde. Also man spürt genau, wann man die Taste getroffen hat und wann nicht. Dafür sind sie relativ klein geraten, wie ich finde. Ja, also könnte wirklich hier in dem Fall ein bisschen schöner sein, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen größer sein, das Ganze. Weil wenn man sich anschaut, wie viel Platz wir hier hinten eigentlich noch haben, ja, also hier halt eben das Lüftungssystem, dann ist das natürlich schon ein bisschen Platzverschwendung, wie ich finde. Also ich denke, man hätte das ein bisschen anders machen können. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Wenn wir jetzt mal hier von vorne schauen, wir haben hier noch die Status-LEDs. Die sieht man dann eben auch, wenn das Gerät so als Tablet zu ist, sieht man hier eben auch den Status, allerdings ohne Beschriftung dann. Sieht man dann eben nur im aufgeklappten oder aufgeschobenen Zustand. Nämlich einmal, ob der Akku lädt, ob er gerade aktiv ist, also ob er gerade arbeitet und natürlich, ob er überhaupt eingeschaltet ist. Ja, wie gesagt, der Touchscreen an sich, ganz normal, ich meine, das kennt man ja jetzt schon von vielen Ultrabooks mittlerweile, Windows 8 natürlich mit dabei, weil ansonsten würde so ein Touchscreen natürlich wenig Sinn machen. Ist auch natürlich Multitouch, also wir haben hier bis zu 10 Finger als Eingabemöglichkeit. Da denke ich, sollte man das meist auch nutzen können mit Norton. Nanu. Jetzt sollte er sich eigentlich nicht drehen, also der Sensor ist scheinbar noch nicht 100% kalibriert hier gewesen bei dem Gerät. So, später erinnern. Kann ich hier auch nochmal. Also der Mechanismus an sich ist schon eine feine Sache soweit.
Also ist vor allem interessant zu sehen, dass es halt diese Kombo einfach gibt. Ich muss persönlich aber sagen, dass ich selbst wahrscheinlich keine Verwendung dafür hätte. Das ist ja immer so ein bisschen eine persönliche Sache. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir hier so ziemlich alles mit drauf. Auch hier Intel Wireless Display zum Beispiel wird unterstützt. Was mich allerdings ein wenig wundert, ist zum Beispiel hier MSI Burn Recovery. Also sprich, man kann sich eine Recovery mittels vorinstallierter Software erstellen auf DVD. Ja, braucht man natürlich dann entsprechend ein externes DVD-Laufwerk, weil da ist hier natürlich jetzt keins mit drin. So, ich gucke gerade noch mal ums Gerät rum, weil an sich haben wir eigentlich schon alles erwähnt. Wir können ja hier einmal noch fix den Mechanismus an sich ins Bild holen. Also man sieht hier schon, das ist hier alles komplett mit Metallschienen, sage ich mal. Dazwischen ist aber leider hier alles aus Kunststoff. Das ist halt hier diese Riffelung, damit man eben das Gerät auch nicht aufschieben kann. So hier unten nochmal eben so eine Querstrebe, sage ich mal, auch aus Metall. Und hier auch von der Seite. Mal gucken, das sieht man jetzt nicht so gut. Hier sieht man halt eben dann die Auflagefläche oder das Scharnier an sich. Das ist wie gesagt jetzt hier alles nicht so gut zu sehen. Und das meiste ist halt leider hier wirklich aus Kunststoff, was man auch hört, wenn man jetzt das Gerät auf und zu schiebt. Ich muss mal hier ein bisschen in die Richtung Mikrofon gehen. Ja, also man hört hier schon ein bisschen, dass es wirklich Plastik auf Plastik ist, was da drin rödelt. Also wie lange das hält, muss ich natürlich dann jeweils zeigen. Und was ein bisschen schade ist, also wird natürlich durch die Funktionstasten hier so ein bisschen mit abgefedert ist, wenn man das Gerät jetzt so als Notebook nutzt, dann muss man hier hinten suchen, wo hier eigentlich diese blöden Tasten sind. Ja, also hier der Screen Lock zum Beispiel. Und den kann man natürlich auch, wenn es aufgeklappt ist, wieder einschalten. Ja, oder eben ausschalten. Ist halt ein bisschen ungünstig gelöst, weil vor allem wir haben ja hier jetzt zum Beispiel auf der einen Seite noch ordentlich Platz, also das hätte man auch irgendwo seitlich platzieren können, hätte ich in dem Fall ein bisschen besser gefunden. Ja, aber insgesamt macht es wirklich doch einen guten Eindruck, also wir haben wie gesagt ein sehr, sehr gutes Display oder ein sehr hochauflösendes Display. Ich schaue nur mal gerade, ob man das irgendwie noch ein bisschen heller drehen kann, weil das wirkt jetzt natürlich im ersten Moment etwas dunkel. Schauen wir mal hier, oh ja, der war noch sehr dunkel eingestellt, also wenn man es jetzt so sieht. Das reicht auch für eine wirklich helle Umgebung, weil wir haben ja hier auch extra mit Kunstlicht von außen das Licht und trotzdem sieht man eben noch alles. Die Blickwinkel in dem Fall sind, ja, sind typischer Durchschnitt, jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, ja, wobei, ne, doch, die sind schon sehr gut eigentlich. Also es wird zwar recht dunkel durch die Spiegelungen dann eben, aber ohne die Spiegelung könnte man auch wunderbar von der Seite noch drauf gucken. Das wäre so auch kein Problem. Ja, soviel dann erstmal zum MSI S20 Slidebook bzw. Ultrabook und dann bis zum nächsten Mal.